Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es nochmal eine Rezension von mir und zwar zu dem Buch Someone New von Laura Kneidl aus dem wunderbaren Lux Verlag. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal beim Lux Verlag für die Zustellung des Rezensionsexemplars. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Rezension an. In diesem Buch geht es um unsere weibliche Hauptprotagonistin Mika und Mika zieht quasi um und trifft dann auf ihren Nachbarn, nämlich Julian. Auf Julian und ja, der Julian ist ihr nicht ganz unbekannt, denn den hat sie schon vorher bei bestimmten Umständen kennengelernt. Das möchte ich euch eigentlich jetzt nicht verraten, weil ich das ziemlich witzig fand und ja, euch das nicht vorwegnehmen möchte. Und sie hat Julian halt schon vorher kennengelernt und ja, Julian ist halt aus bestimmten Gründen nicht so gut auf Mika zu sprechen und deswegen ist er halt sehr distanziert, sehr kühl ihr gegenüber und lässt sich nicht wirklich auf Mika ein, auch wenn sie ja freundlich ihm gegenüber ist, er lässt sich einfach nicht richtig darauf ein. Wieso, weshalb, warum Julian so abweisend ihr gegenüber, beziehungsweise eigentlich allen Menschen aus seiner Umgebung gegenüber ist, das müsst ihr natürlich selbst herausfinden. Und mir hat dieses Buch im Großen und Ganzen gut gefallen. Es war für mich jetzt nicht unbedingt so das 5-Sterne-Buch, was es für alle anderen war. Dieses Buch wurde ja super, super, super doll gehypt und es hat ja von vielen eine sehr, sehr gute Bewertung bekommen. Ich muss wie gesagt sagen, es hat mir gut gefallen, aber es gab halt ein paar Dinge, ja, die mich gestört haben. Wie gesagt, es geht halt um Mika und Mika hat auch so ein bisschen den Struggle, dass sie auf der Suche nach ihrem Bruder ist, denn dieser ist quasi verschwunden, denn er ist schwul. Ich denke mal, das ist jetzt kein Spoiler. Ich meine, das stand auch irgendwo in meinem Klappentext. Denn dieser ist schwul und als er sich bei seinen Eltern geoutet hat, ging das eher nicht so gut und seitdem ist er halt verschwunden und Mika möchte ihn halt finden und das war halt schon so eine Sache, die mich so gestört hat irgendwie. Also es klingt vielleicht total komisch, aber es hat mich so gestört, denn ja, Mika schreibt ihrem Bruder halt täglich Nachrichten, wirklich täglich. Sie begrüßt ihn quasi zum guten Morgen und wünscht ihm eine gute Nacht und von ihm kommt einfach überhaupt nichts zurück, gar nichts. Und nicht mal ein Lebenszeichen, kein Danke für deine Mail oder was weiß ich was, es kommt von ihm einfach überhaupt nicht zurück und das fand ich so doof irgendwie, weil wenn ich mir vorstellen würde, mein Bruder würde mir einfach gar nicht mehr zurückschreiben, sich auf gar nichts mehr melden, sich überhaupt nicht für mich interessieren, obwohl ich ihm ja gar nichts getan habe. Das fand ich so, so schade und ja, irgendwann, meldet er sich halt dann doch zurück und sie nimmt es einfach so locker auf. Also, klar, ich würde mich dann auch freuen, wenn sich mein Geschwisterteil endlich wieder bei mir meldet, aber ich würde ihn erstmal einen Kopf kürzer machen, weil er mich wochenlang oder was weiß ich wie lang ignoriert hat. Und ja, das war so ein kleiner Punkt, der mich echt ein bisschen gestört oder genervt hat, muss ich sagen. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen Mika als Hauptprotagonistin fand ich gar nicht so schlimm, wie viele gesagt haben. Viele fanden sie ja irgendwie nicht so toll oder konnten sich nicht wirklich mit ihr identifizieren. Ich fand sie eigentlich relativ sympathisch. Ich konnte zwar nicht all ihre, ja, Aktionen oder Entscheidungen eher gesagt nachvollziehen, aber ich fand sie im Großen und Ganzen trotzdem sympathisch. Sie mag halt Comics und ja, ist halt so ein kleiner Rebell in der Familie, obwohl sie ihre Eltern über alles liebt. Also wie gesagt, Mika war mir eigentlich im Großen und Ganzen sehr sympathisch. Wir haben auch in diesem Buch viele, viele Nebencharaktere, wie ich finde. Ich meine, hier in dem Buch ist so ein Bild drin. Diese Charaktere sind auch alle vorhanden. Und im Großen und Ganzen, wie gesagt, haben mir die Charaktere richtig gut gefallen. Ich mochte sie gerne. Auch Julian mochte ich eigentlich relativ gerne. Er war dann, wenn er dann vielleicht mal ein bisschen aufgetaut ist, war er dann ein bisschen lieber, als die Geschichte dann ein bisschen in Fahrt kam. Habe ich ihn schon gerne gemocht. Ich muss sagen, die Geschichte ist eine sehr, sehr ruhige Geschichte. Ich finde, das sollte man dazu sagen, denn es ist keine typische New Adult-Geschichte.
Weil ich meine, ihr kennt New Adult-Geschichten, die sind meistens voll von Drama und allem Möglichen. Und das ist in diesem Buch wirklich nicht so. Es ist eine sehr, sehr ruhige Geschichte. Also, langweilig möchte ich nicht sagen. Langweilig klingt so fies, aber es ist wirklich sehr ruhig. Es passiert nicht viel. Es sind nicht so mega riesengroße Wendepunkte oder sowas. Also, wie gesagt, alles sehr ruhig und distanziert. Und ich fand auch, bis die Geschichte so ein bisschen in Fahrt kam, hat ein bisschen gedauert. Also hat schon so 150 Seiten gedauert, weil wie gesagt, Julian ist sehr, sehr distanziert und das merkt man halt auch einfach im Buch, denn die beiden reden kaum miteinander und Mika hat halt dann mehr mit den Nebencharakteren zu tun als mit Julian überhaupt. Und deswegen kam für mich die Geschichte dann erst in Fahrt, als die beiden ja sich dann etwas näher kennenlernen. Und wie gesagt, ich finde es einfach wichtig, das zu sagen, denn viele erwarten hier ein typisches New Adult Buch. Das ist es aber für mich überhaupt nicht gewesen. Es ist ja, also ich würde eher sagen, dass es ein Roman ist mit einer leichten Liebesgeschichte. Und das soll sich überhaupt nicht böse oder so anhören, aber für mich persönlich war es einfach so. Und wie gesagt, die Charaktere mochte ich sehr gerne. Auch der Schreibstil, der war jetzt, der war super leicht zu lesen. Da war jetzt nicht irgendwie was Schwieriges dran oder kompliziert. Also das war so, war eigentlich der typische Schreibstil so von Laura Kneidel, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, ließ sich ziemlich schnell lesen. Natürlich wollte ich dann auch wissen, was es mit diesem Buch auf sich hat, weil der Buch, der Buch, das Buch soll ja einen riesigen Plot haben und am Ende soll da ja so eine richtige Bombe platzen. Und ich muss sagen, ich lag mit meinen Vermutungen tatsächlich richtig, richtig weit hinten. Also ich habe voll daneben geknallt. Aber ich muss jetzt nochmal zu der Auflösung sagen, ich werde hier überhaupt nicht spoilern. Es ist eine spoilerfreie Rezension. Ich werde nichts zum Ende sagen oder beziehungsweise ich werde nichts vom Ende preisgeben. Aber ich wollte was zum Ende sagen und das hört sich echt böse an. Aber für mich war das Ende so, wie es war, hat mir nicht so doll gefallen. Also es lag nicht an dem, was da offenbart wurde. Das fand ich eigentlich überhaupt nicht schlimm. Also einfach wie mit diesem Geheimnis oder mit dieser Bombe, die dann geplatzt ist, wie damit umgegangen wurde. Das fand ich einfach wirklich, wirklich irgendwie ein bisschen unrealistisch. Denn es ist so ganz nach dem Motto, ja hier, pipapo, das und das ist, ne? Es wird dann halt das Geheimnis gelüftet. Und es wird dann irgendwie einfach so hingenommen, so nach dem Motto, ach ja, okay, alles klar, kein Problem. Für mich persönlich, ohne dass ich es abwerten möchte oder so, für mich wäre das so ein riesengroßer Schock. Ich wäre einfach so schockiert und bräuchte Zeit für mich und müsste darüber nachdenken und alles Mögliche. Und ich fand einfach, dass das in diesem Buch so runtergespielt wurde. Es war vielleicht so ein Wunschdenken, wie es vielleicht im echten Leben sein sollte, denn alle sollten so unvoreingenommen sein, wie Mika in diesem Moment reagiert, aber ich fand das einfach schlichtweg nicht wirklich realistisch. Ja, also für mich hat sich das einfach überhaupt nicht wahr angefühlt, denn ich kann mir einfach vorstellen, dass nicht jeder so reagieren würde. Es ist zwar schade und es sollte auch wirklich nicht so sein, denn jeder sollte eigentlich so reagieren wie Mika. Aber beim besten Willen, ich glaube einfach nicht, dass es wirklich so vonstatten gehen würde. Und das fand ich irgendwie, das hätte ich gerne so ein bisschen mehr aufgebäumt gehabt oder wie auch immer man das sagt. Also ich hätte das lieber so ein bisschen hochgespielt und so. Und das war halt schon ziemlich, ja, also für mich war es ein bisschen unrealistisch. Ich kann es mal vollkommen verstehen, wenn es für andere nicht so war, aber für mich persönlich war es schon so, weil ich konnte diese Denkweise irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Und ja, so viel dazu. Ich habe auch schon von ein paar anderen gehört, dass sie auch genau die gleiche Meinung hatten wie ich. Und ich fand es auch ein bisschen schade. Am Ende ging es mir tatsächlich ein bisschen zu schnell. Ich finde dafür am Anfang, dass es so, so langsam gestartet ist, hätte man ja, ruhig auch das Ende ein bisschen ausführlicher machen können, weil gerade das, was da halt als Geheimnis gelüftet wird, ich finde, das hat schon neugierig gemacht. Klar, es war schon ein bisschen schockierend, weil ich mir so gedacht habe, wow, damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber ich hätte gerne noch mehr Erklärung gehabt. Ich fand es zwar gut, dass Laura Kneidel in ihrem Nachwort
noch ein bisschen mehr Erklärung gegeben hat, aber ich hätte diese Erklärung gerne noch innerhalb des Buches ein bisschen gehabt, also innerhalb der Geschichte halt. Und ja, das waren halt so ein paar Dinge, die mich gestört haben. Ja, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Es waren halt solche Dinge. Es war jetzt nichts richtig Gravierendes, aber ja, es waren halt so Dinge, die haben sich beim Lesen für mich halt nicht wirklich richtig angefühlt. Und ja, ich bin halt einfach ehrlich, ich kann auch nicht einfach erzählen, wow, ich fand das Buch toll, es hat von mir 5 Sterne oder so bekommen. Ich kann das einfach nicht, ich muss ehrlich zu euch sein. Und ja, ich war in dieser Rezension absolut ehrlich zu euch. Das war meine ehrliche Meinung zu Someone New. Es war, wie gesagt, rundum eigentlich ein nettes Buch. Man kann es für zwischendurch, kann man es super, super gut lesen. Für mich zwar nicht immer ganz nachvollziehbar und manchmal war es einfach zu viel. Ja, es ist auf jeden Fall ein Buch, das anders ist. Teilweise ein bisschen zu viel anders, wie ich finde. Ja, die Autorin hat einfach versucht, mehrere Themen hier zu bearbeiten. Ich fand's okay, ja, aber ich finde, man muss da immer aufpassen, dass man nicht auf diesem Grat zwischen viel und zu viel, also es ist immer schwer, wenn so viele Themen angesprochen werden, finde ich manchmal, weil man kann am Ende nicht allen Themen so gerecht werden, finde ich. Und ich finde, das war in diesem Buch wirklich noch okay. Ich bin wirklich gespannt auf den nächsten Band. Ich war erst mal überlegen, ob ich ihn wirklich lesen möchte. Es gibt ja noch einen zweiten Band. Da geht es um 2 Nebenprotagonisten aus diesem Buch. Die werden dann zu Hauptprotagonisten. Und ich denke, ich werde es lesen. Ich bin nämlich gespannt, wie Laura Kneidl es da machen wird. Und ja, wie gesagt, rundum hat mir das Buch gut gefallen. So Sternebewertung, ich weiß es nicht. Also ihr fragt mich voll oft, wie viele Sterne würdest du geben? Und ich tue mich immer mit Sternen total schwer, weil ich finde, manche Bücher lassen sich einfach gar nicht miteinander vergleichen. Weil ich habe zum Beispiel 2 5-Sterne-Bücher und das eine hat mir zwar besser gefallen als das andere 5-Sterne-Buch, aber für mich waren sie trotzdem beide perfekt und deswegen finde ich es immer sehr, sehr schwer mit Sternebewertungen so ein Buch zu vergleichen, weil es gibt zum Beispiel 3-Sterne-Bücher, über die habe ich viel mehr Schlechtes gesagt, oder es gibt vielleicht 2-Sterne-Bücher, über die habe ich viel mehr Gutes gesagt, und deswegen tue ich mich da wirklich immer sehr, sehr schwer mit den Sternen, also seid mir da wirklich nicht böse. Ihr könnt mir ja mal gerne eure Meinung zu Someone New sagen. Ich bin wirklich sehr gespannt, ich gucke mir immer noch Rezensionen dazu an, beziehungsweise lese mir immer noch Rezensionen dazu durch, weil ich wirklich interessant finde, wie unterschiedlich auch teilweise die Meinungen sind, weil das Buch wird von sehr, sehr vielen Leuten ja sehr gehypt, aber es gibt auch viele Leute, die ja viel auszusetzen haben. Ja, so wie ich hatte ja natürlich jetzt auch ein bisschen was auszusetzen, aber wie gesagt, ich wollte jetzt auf keinen Fall irgendwie das Buch schlecht machen oder auf gar keinen Fall irgendwie andeuten, dass ich das, was in dem Buch verarbeitet wird, schlecht oder nicht gut finde. Also das sollte jetzt auf gar keinen Fall denken. Nur einfach, ich fand, wie es rübergebracht wurde, war teilweise ja ein bisschen schwammig, wenn man das so ausdrücken kann. Und ansonsten würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon mit meinem Video und mit meiner Rezension. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!